Hallo und herzlich willkommen zu einem spannenden Interview heute. Ich habe einen Gast hier und das ist die Christina Bundig. Ich grüße dich, Christina. Hallo. Hallo David, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, ich finde es cool, dass wir uns endlich mal über so ein wichtiges Thema zusammen unterhalten können, denn du bist für mich Profi Nummer eins fürs Thema Verkaufen. Ja, vielen Dank. Genau, wir machen es heute auch sehr fokussiert und spitz auf ein Thema, denn wenn du uns hier zuschaust, du wirst das kennen. Ich habe in meiner Gruppe ja ganz viele Trainer, Coaches, Berater und wir hören das immer mal wieder als typischen Einwand, das ist zu teuer. Und wenn du uns hier zuschaust, begrüße dich recht herzlich bei diesem Live-Call. Du hast die Möglichkeit, jederzeit auch irgendwelche Fragen hier an mich oder an Christina in den Kommentar zu stellen. Und wir werden am Ende, wenn wir noch Zeit haben, auch gerne auf diese Fragen eingehen. Am Anfang möchte ich gerne von dir wissen, welche Einwände hast du immer so mitzukämpfen? Also was sagten dir deine potenziellen Kunden an Einwänden? Und schreib die einfach in den Kommentar, dann kümmern wir uns da mal so ein bisschen drum. Nicht wahr, Christina? Genau, das ist nämlich ganz spannend zu hören. Also es gibt so 3 bis 5 ganz, ganz häufige Einwände. Und das wäre ganz spannend mal zu hören, womit ihr eigentlich in euren Verkaufsgesprächen konfrontiert werdet. Ja. Genau, auch mir geht es natürlich so, Gott sei Dank nicht zu oft, aber hin und wieder erreicht mich dann auch ein Einwand, David, dass der Kurs ist mir zu teuer. Die Informationen kriege ich auch alle kostenlos im Internet, immer das gute Beispiel. Und ich möchte ganz gerne vor allem jetzt unseren Zuhörern und Zuschauern erstmal so, ich sag mal, Sofortmaßnahmen am Unfallsort liefern. Also du bist in einem Seminar, in irgendeinem Kontext und du verkaufst dich und dann kriegst du einfach, überrollt dich diese Lawine von zu teuer. Hast du da vielleicht ein paar knackige Tipps? Was kann unser Zuschauer machen, um einfach da nicht sich abgeschossen zu fühlen? Genau, also ganz häufig ist es so, dass man vielleicht beim ersten Nein, also oder beim ersten Einwand das Gefühl hat, man fliegt gleich aus der Kurve. Und ganz wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass dieser Einwand, sei es, das ist zu teuer, dafür haben wir kein Budget, dass das im Grunde etwas ist, was immer im Verkaufsgespräch kommt. Immer wenn ich in diesen Verkaufsprozess einsteige, kann es an irgendeiner Stelle dazu kommen, dass der Kunde noch Informationen braucht, noch nicht sicher ist, dass er vielleicht von der Leistung noch nicht überzeugt ist. Und wenn ich mir das bewusst mache und entspannt, und das ist das Wichtige, wirklich entspannt zu bleiben und einfach im Grunde sich bewusst zu machen, hey, das kommt immer, jetzt bin ich halt an der Stelle im Verkaufsgespräch, und dann eine passende Frage zu stellen. Also das kann zum Beispiel sein, David, du hast das gerade erzählt, dein Kurs, du möchtest gerne deinen Kurs verkaufen und der mögliche Interessent ist dir gefolgt bis zu einer gewissen Stelle und sagt dann, oh nee, das ist mir jetzt aber zu teuer. Ganz häufig passiert das in dem Moment, wenn dem Interessenten oder dem potenziellen Kunden noch gar nicht bewusst ist, wie er von der Leistung profitiert. Und das ist kann für uns, wenn wir etwas aktiv verkaufen möchten, ganz wichtiger Hinweis sein, nämlich, dass wir dann sicherstellen, ob er den Nutzen schon für sich in Relation gesetzt hat, was ihm das bringt. Weil wenn wir uns in die Schuhe des Kunden stellen, für den Kunden ist Folgendes, für den ist nur wichtig, wenn der mit uns in Kontakt geht, vielleicht eine Dienstleistung von uns, erstmal ist er interessiert, vielleicht möchte er sie auch kaufen. Für den Kunden ist nur wichtig, was ist für ihn drin? Und auf diese Frage brauchen wir die richtige Antwort. Das heißt, unsere Aufgabe als Anbieter, egal ob ich Trainer, Coach, Berater oder Dienstleister bin, im weitesten Sinne, meine Aufgabe ist es, dem Kunden genau deutlich zu machen, wie er von der Zusammenarbeit mit dir zum Beispiel jetzt im Kurs, David, wie dein Kunde da profitiert, also was er davon hat. Und je stärker ich den Fokus auf den Kundennutzen lege und von meinem Gesprächspartner hereinhole, was er genau sich wünscht, welche Bedürfnisse er hat, desto einfacher ist es, dann auch den Preis zu platzieren. Weil für den Kunden ist das ja immer ein Risiko. Weil der fragt sich natürlich, er wägt ja ab, Preis-Leistung, was ist meine Investition, was bekomme ich dafür?
Und unsere Aufgabe ist es letztendlich immer, dem Kunden deutlich zu machen, dass er sehr viel mehr bekommt, als er vielleicht investiert. Also ich habe jetzt auf jeden Fall für mich schon mal rausgehört, ich bleib ruhig, ich nehme es nicht persönlich. Genau. Ich versuche herauszubekommen durch Fragen, was wirklich der Kunde möchte, welchen Nutzen er hat. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Genau. Ja. Weil das ist so der im Grunde mit der allerwichtigste Punkt. Also wenn ich entspannt bleibe und mir einfach bewusst macht, okay, ich bin jetzt an der Stelle im Gespräch, kann ich durch eine einfache Fragetechnik herausfinden, wenn ich es nicht schon vorher am Eingang des Gesprächs gemacht habe, welche Wünsche und Bedürfnisse mein Kunde hat. Weil die Zauberformel für erfolgreiche Gespräche, gerade Verkaufsgespräche, ist immer, dass ich meinem Kunden erstmal Aufmerksamkeit schenke. Nicht mit der Tür ins Haus falle, sondern erstmal schaue, was sind seine Wünsche und Bedürfnisse, vor welchen Herausforderungen steht er. Und wenn ich sichergestellt habe, dass ich es richtig verstanden habe, erst dann kann ich mein Angebot platzieren. Und es gibt auch noch so einen kleinen Trick, wie du deinen Preis gut verkaufen kannst. Und zwar, wenn du gehört hast, wo dein Kunde seine Herausforderung hat, was er zum Beispiel mit deinem Kurs lösen möchte. Und du wiederholst es kurz nochmal. Also, habe ich dich richtig verstanden? Du möchtest das und das und das mit dem Kurs für dich in Zukunft leichter oder schneller lösen. Mhm. Und dann kannst du einen Vorteil nennen, deinen Preis und wieder einen Vorteil. Das heißt, du packst es für den Kunden so ein bisschen ein, das nennt sich so Sandwich-Methode. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, um den Nutzen im Fokus deines Kunden zu halten und nicht den Preis nackt zu nennen. Weil in manchen Gesprächen passiert es so, dann wird einfach gesagt, ja, weiß nicht, 250 Euro und dann kommt kein Vorteil mehr und auch keine Leistung mehr. Und der Kunde kaut so auf diesen Preis rum. Und wenn ich ihm deutlich mache, wie er profitiert, was er investiert, wie er wieder profitiert, habe ich eine ganz andere Ebene im Kundengespräch. Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dann hältst du das Gespräch auch am Laufen. Dann hast du nämlich den nächsten Nutzen schon platziert. Genau. Genau, also ein bisschen ist ja wie Flirten, oder? Verkaufen. Hat viel damit zu tun. Ja. Ganz wichtig ist auch noch ein weiterer Punkt, ist entspannt, also natürlich zu bleiben. Also ich muss nichts auswendig lernen, ich muss keine Formeln auswendig lernen oder das Gefühl haben, ich muss mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, weil alles, was nicht zu uns gehört oder zu uns passt, also was nicht authentisch ist, schwingt ja mit und kommt rüber. Wenn ich entspannt bin und selbst wenn ich mal das Gefühl habe, ich bin vielleicht nicht ganz so perfekt in der Formulierung, ist das gar nicht schlimm. Also ich möchte so ein bisschen auch den Schrecken nehmen, gerade vor so Verkaufsgesprächen oder auch gerade vor Preisnennung. Weil wenn wir authentisch sind, dann springt der Funke über. Und dann kann es auch mal sein, dass ich vielleicht etwas nicht ganz so brillant formuliere, aber darum geht's nicht. Wichtig ist, dass ich meinem Kunden signalisiere, dass ich an ihm und seinen Wünschen und Bedürfnissen interessiert bin. Ja. Und ihm eine Lösung biete, die genau für seine Situation ideal ist. Und es gibt noch einen Trick, wie ich das einfach stärken kann, also wie ich das Vertrauen auch zu meinem Kunden stärken kann, und zwar, wenn ich aus Sicht meines Kunden formuliere. Ich hatte gestern ein Training und da war das total spannend. Da sagte meine Kundin am Schluss, das ist wie, als wenn sie eine neue Sprache lernt, weil ihr war im Vorfeld gar nicht bewusst, dass sie eine andere Perspektive einnimmt, gerade wenn sie Akquise und Verkauf aktiv betreiben will. Weil wenn wir nur aus Anbietersicht sprechen, erreichen wir unseren Kunden nicht. Wir fangen an, unseren Kunden für uns und unsere Leistung zu interessieren, wenn wir uns in seine Schuhe stellen und seine Wünsche und Bedürfnisse in den Fokus nehmen und dafür Lösungen entwickeln. Und dann ist das Thema Preis und Verkauf gar nicht so im Vordergrund, sondern der Kunde schaut ja nach einer Lösung, die ihm hilft. Ja, klar. Und ich glaube, da ist auch ein großer Schritt schon gemacht, wenn man, das war für mich auch mal vor Jahren so ein Aha-Erlebnis, eben nicht die Funktionen oder Features aufzählt, sondern genau. Eben den Nutzen für den Kunden betrachtet und dann hast du ihn automatisch von seiner Sicht. Du musstest dir ja Gedanken darüber machen, was ihm hilft. Genau. Und das ist der Schlüssel. Und das ist der Schlüssel zum Interesse wecken und wirklich zum erfolgreichen Verkauf. Sehr schön. Ich glaube, da haben wir jetzt auf jeden Fall den Zuschauern schon mal einiges gegeben, was sie direkt im Gespräch tun können. Vielleicht sollten wir jetzt aber auch nochmal den Scheinwerferkegel mal die andere dunkle Seite beleuchten lassen, nämlich
wenn ich erstmal in diese Situation gekommen bin, muss ich mich ja so ein bisschen retten, dann bin ich ja reaktiv. Mhm. Ich liebe es aber eher, viel lieber proaktiv zu sein und Sachen zu gestalten. Und da gibt es vermutlich auch einiges, was ich im Vorfeld vorbereiten kann, wie ich, wo du ja gerade schon gesagt hast, sicherstellen kann, dass diese zu teuer Frage überhaupt gar nicht mehr kommen muss, zwangsläufig im Gespräch. Was hast du denn da für uns? Gerne. Ein Blickpunkt ist, also einmal ist klar, ich bereite mich auf Verkaufsgespräche vor. So ein kleiner Tipp einfach, um mental sich gut und sicher zu fühlen, ist, dass du dir die 5 häufigsten Einwände einfach mal aufschreibst und dafür Positivformulierungen entwickelst. Die musst du gar nicht so im Verkaufsgespräch unbedingt anwenden. Wichtig ist, du hast es gemacht, du hast sie in der Tasche, hast sie vielleicht auch im Verkaufsgespräch dabei. Das stärkt dich einfach schon mal. Und du weißt, du kannst beim ersten Nein nicht aus der Kurve fliegen. Das ist einfach was so fürs innere Mindset. Mhm. Ein weiterer Blickpunkt ist, wenn du den Beginn zum Beispiel deines Erstgespräches, deines Verkaufsgespräches so gestaltest, dass du deinem Kunden Raum gibst, also es gibt so eine, in der Literatur so eine Formel, die 70-30-Formel. Das heißt im Grunde, 70% spricht dein Kunde, also deine Aufgabe als Anbieter ist es im Grunde, den Redefluss deines Kunden zu aktivieren. Und 30% sprechen wir als Verkaufende. Und es gibt eine einfache Möglichkeit, das zu initiieren, indem du dir offene Fragen überlegst. Offene Fragen, die dir Aufschluss darüber geben, wo dein Kunde steht, was seine Wünsche und Bedürfnisse sind, vor welchen Herausforderungen er steht, was er sich wünscht, was er erwartet, was er vielleicht schon probiert hat, so dass du auch ein genaues Bild bekommst, wo er gerade steht und vor allen Dingen, wo er hin will mit dir oder mit deiner Unterstützung hin will. Hast du da mal konkret ein paar Fragen, welche das sein könnten? Gerne. Also zum Anfang finde ich das immer ganz prima, einfach so eine lockere Formulierung zum Beispiel zu haben, so etwas wie, wo stehen Sie aktuell, was beschäftigt Sie? Ideal sind, wie gesagt, W-Fragen. Und dann kannst du weiter fragen, was haben Sie schon unternommen, um Ihr Ziel zu erreichen? Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht? Was hält Sie ab, Ihr Ziel zu erreichen? Welche Wünsche und Erwartungen haben Sie an unsere Zusammenarbeit? Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, genau dieses Thema anzugehen? Also all die Fragen, und das ist immer ein bisschen abhängig davon, welche Leistung oder welches Produkt du anbietest. Eine Idealmöglichkeit ist, wenn du dir gleich nachdem du das gesehen hast, dich einmal ganz spontan hinsetzt und dir 5 oder 10 W-Fragen aufschreibst, und zwar die Fragen, die dir es ermöglichen, entweder ein Angebot für deinen Kunden zu machen oder die dir Aufschluss darüber geben, dass du weißt, welches Produkt aus deinem Portfolio, die genau du für deinen Kunden anbieten kannst. Weil je punktgenauer das Ganze ist, und das ist das Besondere, desto weniger Einwände hörst du, dein Kunde fühlt sich abgeholt und du verkaufst spielend, weil das ist gar nicht im Grunde mehr dieses Verkaufen, sondern es ist einfach, der Kunde sagt, okay, wann kann ich es buchen? Weil je genauer... Ja, letztendlich ist es so. Also das heißt, wenn ich in der Auftragsklärung beziehungsweise in der Bedarfsermittlung wirklich genau bin und meinem Kunden Raum lasse, seine Situation zu schildern, aufmerksam bin, ihm wirklich ein großes Ohr schenke und notiere, was er braucht. Ich fasse das nochmal zusammen. Ne? Also das heißt, habe ich dich oder habe ich Sie richtig verstanden? Das und das ist Ihnen ganz besonders wichtig, weil das Ihre größte Herausforderung ist. Die möchten Sie jetzt gerne lösen. Sie wünschen sich das und das Ergebnis. Dann könnte ich sagen, ich unterstütze Sie durch den Punkt und den Punkt. Die Investition beträgt Summe X und dadurch erreichen Sie Ihr Ziel in 4 Wochen. So, mal ganz ins Blaue gesprochen. Aber so vom Ablauf her. Wichtig ist, das auch auf eine Art und Weise zu formulieren, die für die Person, die das sagt, wirklich authentisch ist. Also nicht, dass jemand, ich hatte vor einiger Zeit eine Kundin, die hat so ganz viele Verkaufsbücher gelesen und ist so daran verzweifelt, weil sie glaubte so, sie müsste das genauso sagen, wie XY das geschrieben hat. Und das hat null funktioniert. Und wir haben uns einfach hingesetzt und ihre Sprache dafür nochmal in Fokus genommen. Was ist denn ihre Aussage? Was kann sie gut sagen? Und jetzt ist es für sie spielend, das zu sagen, weil es zu ihr passt.
Also da auch wirklich den Mut zu der eigenen Persönlichkeit, das auf die Art und Weise zu sagen oder zu formulieren, die wirklich passend ist. Ja. Und das 70-30-Verhältnis finde ich auch passend schließlich. Wie heißt das so schön? Wir haben nur einen Mund, aber zwei Ohren, genau, damit wir einfach doppelt so gut zuhören können. Genau. Jetzt scroll ich mal. Also ich glaube, du hast jetzt auf jeden Fall, wir haben jetzt was für die Ad-Hoc-Problematik geliefert. Wir haben auch generelle Vorbereitungstipps. Jetzt scroll ich mal durch die Kommentare und guck mal, was wir denn danach so, ja, viele Hallos und Hi, Herzchen und Smileys, sehr schön. Wenn ihr auch jemanden wisst, der von diesem Video auch profitieren kann, dann taggt seinen Namen hier, dann kriegt er das auch angezeigt und kann das auch nochmal gucken. Hier kommt ein Einwand vom Roland. Warum ist das so teuer? Du hattest doch gar nicht so viel Kosten. Ja, das, genau, wer von der Kostenseite das Ganze her kalkuliert? Mhm. Was könntest du da sagen? Also spannend, das ist jetzt aber mal so unter uns. Spannend wäre ja zu erfahren, wer das fragt, weil wie kann die Person das wissen? Also wie kommt die Person zu dieser Einschätzung? Das wäre meine erste Frage. Wie kommt die Person zu dieser Einschätzung? Weil das Know-how, ich habe mein Know-how, ich habe über 25 Jahre im Vertrieb gearbeitet. Also das ist Know-how, was man täglich in der Praxis lernt. Das ist nicht, ne? Also ich finde, das ist wichtig, einfach dann, wenn sowas kommt, stell einfach deine Expertise ins Licht. Stell ins Licht, wie die Kunden profitieren, wenn so etwas kommt. Weil wie kann die Person das einschätzen? Das wäre meine, also ganz spontan jetzt wirklich meine erste Frage, oh, wie kommst du zu dieser Einschätzung? Mhm. Na, ja, und wichtig ist ja immer, das ist ja nicht, unser Praxis-Know-how ist ja nicht etwas, was wir mit dem Schulabschluss gelernt haben, wo dann ein Zertifikat steht, sondern das haben wir uns im Laufe der Selbstständigkeit ja erarbeitet. Und dann kannst du einfach, wenn es in die Richtung geht, einfach mal einen Blickpunkt auf deine Expertise legen und einfach sagen, du, das sind 16 Jahre oder 25 Jahre Praxiserfahrung. Ne? Einfach, um das nochmal in die Waagschale zu legen und dem Interessenten auch deutlich zu machen, dass er wirklich dein Know-how aus einer Zeitspanne ja auch kauft. Der Roland ist fleißig, der hat noch einen weiteren Einwand geliefert. Oder wir sind doch Freunde. Also als wenn der Arzt, ich sag mal, der nebenan wohnt, mich auch für kostenlos behandelt, oder? Also das ist, ich weiß nicht, ich finde das ist so ein Einwand. Was hat Freundschaft mit dem Business dann zu tun? Also das ist für mich, ist das so ein bisschen, ganz ehrlich, so ein bisschen klebrig, wenn ich das höre. Also so ein bisschen, weil was die Person ja kaufen möchte, ist ja wirklich Know-how, was sie weiterbringt. Und wo sie einen konkreten Gewinn hat, wo sie ihre Ziele schneller erreicht. Und mit dieser Freundschaftsschiene, das muss jeder dann selber entscheiden, wie er darauf antwortet. Also es kommt sicherlich immer darauf an, auch welche Person das äußert. Ja klar, aber das generell darfst du es dir fürs Business nicht erlauben. Du musst sagen, okay, das ist privat, das ist Geschäft. Genau, eine saubere, klare Trennung, eine klare Ansage dazu. Genau. Ja, gut. Ich gucke auch mal auf die Zeit. Wir sind super dabei. Wir haben auch einige Fragen beantworten können. Das freut mich. Mir hast du auf jeden Fall heute schon mal viel geholfen. Prima. Ich habe mir auf jeden Fall notiert, mich mit den W-Fragen die Einwände nochmal vorzubereiten. Genau. Und du hast mir auch gesagt, wir dürfen dein Goodie auch verlinken. Genau. Da kannst du vielleicht nochmal zwei Worte zu sagen. Was hat man davon, wenn wir das mal konsumieren? Genau. Im Grunde eine Infografik, wo du Fragearten findest, die dir den Einstieg und den Abschluss in deinem Verkaufsgespräch leichter machen. Du kannst dich an diesen Fragen orientieren. Das ist so eine Übersicht, so ein kleines PDF. Kannst du dir hier kostenfrei runterladen. Und es gibt dir Impulse. Weil wenn du jetzt irgendwie Feuer gefangen hast und sagst, Mensch, ich gehe das Thema nochmal an, dann findest du da Möglichkeiten, wie du fragen kannst. Sehr gut. Das wird sicherlich hier Trainer, Coaches, Berater, das können wir alle brauchen. Einfach da ein bisschen souveräner sein, weil es ist ein Herzensbusiness, was die meisten von uns treiben. Und Verkaufen gehört dann auch dazu. Deswegen ist da wahrscheinlich einfach noch ein enormes Potenzial, was wir selber alle heben könnten. Ja, prima. Christine. Dann ran. Ja, sehr gut. Wenn das nicht motivierend ist, dann ran. Legt los, setzt um, holt euch das Freebie von Christina. Und fragt einfach hier auch noch im Chat nach. Wir beantworten die Fragen, so gut es geht, auch noch im Nachgang.
Dann sage ich nochmal danke, Christina. Gern. Dir danke, dass du dir die Zeit genommen hast und zugehört hast. Und ja, frohes Verkaufen. Tschüssi. Ja, in diesem Sinne, bis bald, glaube ich. Tschüss. Tschüss.